right? We should talk to her. Okay, dann suchen wir. Take the lift down in the courtyard, while I look around the lake. We're playing hide and seek, and she's really good at it. Sagst du noch was, Sophia? Nein, Marie meine ich. Marie sagt nichts mehr. Da hätte ich den Gag erwartet. Was macht das blaue Licht? Es leuchtet blau. Aber wäre zu schwach gewesen, zu schlecht. So, dann gehen wir mal wieder runter hier. War doch runter, oder? Find Miss Nelly, use the elevator down in the village. In the village? Okay. Ich fand das Rätsel hier mit dem Projektor auch sehr gut gemacht. Hallo Imbermaus, einen wunderschönen guten Abend. Du hast leider verpasst, wie wir das Rätsel, also wie Fista das Rätsel mit dem Schiff gelöst hat. Innerhalb von wenigen Minuten. Sie hat mich direkt peinlich berührt zum Anfang des Streams. Ich hoffe, es geht dir gut, Imbermaus. Ach ja, genau, hier waren die Bären. Die ich ja laut Imbermaus unfreundlich behandle. Deswegen lasse ich sie gleich da liegen und gehe wieder weg. So, wo war hier nochmal der Gang runter? War das nicht hier? Anscheinend nicht. Oder war das dahinter? Nee. Eben einfach den offenen Weg hier. Das ist einfacher. Genau, durch diese Tür sind wir gegangen und da geht's wieder runter. Also hier alles hell erleuchtet, sieht sehr viel schöner aus als noch in der Nacht davor, muss ich sagen. Ich komme hier auch gar nicht mehr runter. Da kann ich die irgendwie bewegen? Nee. Da muss ich hier einfach nur was drehen. Ah, linke Maustaste ist auch springen jetzt, alles klar. Oder auch nicht? Muss ja eigentlich du aufgehen, oder? Nein. Ich kann das nicht mehr nutzen hier. Wie komme ich runter? Kann ich einfach hier seitlich gehen? Nee, kann ich nicht. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Dann wird wahrscheinlich hier oben irgendwo das, der Aufzug sein, den ich nehmen kann. Müssen wir mal gucken, wo der ist. Also eigentlich musste man hier noch nie wirklich zurückgehen. Das dann müsste... Oder ist vielleicht diese Tür auf einmal offen? Nein. Mal noch ein bisschen mehr Licht. Müsste hier in dem Raum irgendwo der Aufzug sein, den ich jetzt benutzen kann. Du bist kein Aufzug. Oh, nehmen wir diese Treppe. Wer ist damit? Die ist neu. Sind wir im ganz neuen Trakt? Hier waren wir noch nicht. Oh, wie schön das hier aussieht. Guckt euch das nochmal an. Das Ganze hier am Tag. Wunderschön. Das freut mich, dass es dich freut. Okay, hier draußen ist nichts, was wir brauchen. Hallo Modkite.
Und warum Matthias Schweighöfers Sohn? Ach so, die Twitch-Werbung, die vorher immer von alleine kommt. Oh. Kinderbett. Und eine Kinderzeichnung. Nicht gerade Picasso, aber ich glaube, besser als mein sieht es wirklich aus, wenn ich es malen würde. Nichts für uns, aber hier ist ein Journal. Das benutzen können? Nein. Da unten ist auch nichts mehr. Hier auf dem Bett liegt auch nichts. Mir vielleicht irgendein interessantes Buch für uns. Das wir vielleicht benutzen können, mitnehmen müssen oder so. Immer alles schön durchgucken, nichts übersehen. Das ist eine gute Frage, Emma Maus. Die hätte ich auch als nächstes gestellt. Guck mal, hier ist wieder so ein Teddybär. Ich tue den ganz nett, wie ich bin, ins Bett. Guck. Das war liebevoll, würde ich sagen. Weiß nicht, warum sie ab und zu diese Hüpfer drin hat, weil ich drücke nichts. Also eventuell hier diese Kollision über Gegenstände ein bisschen verändert worden. Noch eine Kinderzeichnung. Man erkennt, dass es ein Pferd sein soll. Das kann man schon mal sagen. Okay. Also mir geht's gut, nur ein bisschen müde, weil wir ja doch etwas länger gestreamt haben gestern. Aha. Holzfigur. Ein Schwert. Ich auch hier das Lichtchen anmachen. Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nee, das war die obere Schublade wieder. Schade, ich dachte, das Buch könnte man wieder nehmen hier. Aber das ist leider nur unten drunter. Da klappt das mit der Hitbox irgendwie nicht ganz. Aber das ist genau der gleiche Schrank, wie auch unten überall drin ist. Also kein Unterschied zu sonst. Und hier oben sind noch Bücher, mit denen wir nichts anfangen können. Da kann ich nicht hin. Nee. Gut. Ah. Alles klar. Sind wir also hier einmal rundherum gelaufen? Nee, ganz bestimmt nicht so lange. Ich habe keine Ahnung, ob es was bringt. Ich mach's einfach mal.
Besser als im Dunkeln zu tappen. Hier haben wir leider nichts. Immer noch nichts in den Bücherregalen. Gehen wir hier nochmal alles durch, aber wenn ich nicht glaube, dass hier irgendwas für uns Nützliches ist. Hauptsache, wir haben alles mal angetouched, in Anführungszeichen. Der Schatten da allein sieht schon ein bisschen creepy aus, wenn du den Schatten siehst. Okay, das sieht nicht mehr ganz so nett aus hier mit dem Bild, würde ich sagen. Und ich nehme an, dass dieses Bücherregal auch nicht sehr viel liefern wird. Diese Schubladen sind kaputt. Hier haben wir mal etwas leereres Bücherregal. Okay, und jetzt? Um die Kiste kümmern wir uns gleich. Vorher habe ich hier nochmal das Bücherregal abgeschaut, auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendwas für uns ist. Aber auf Nummer sicher gehen und so. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich finde es ein bisschen schade, dass hier alle Bücherregale gleich aussehen. Also einfach nur kopiert sind. Das sind zwei, drei Versionen der Bücherregale, ansonsten nicht. Aber das ist ja im Prinzip nicht wirklich störend. Was mich allerdings stört, ist, wir haben diese Kerzen noch nicht angemacht hier. Wie kann ich nur? Gut, fangen wir hier mit der Doppeltür an. Und wir haben dahinter direkt nochmal einen Gang mit vielen Türen. Schauen wir mal, ob irgendwo ein kleinerer Raum ist, in den wir zuerst reingehen können.
Ebenfalls nochmal ein Gang mit vielen Türen. Und hier ist ein Raum. Suchen wir den zuerst ab, würde ich sagen. Aber zunächst einmal wieder Lichtquellen anmachen. Alles inspizieren, ob wir irgendwas brauchen hiervon. Schaufel anscheinend nicht. Da können wir nochmal Licht anmachen. Da haben wir ein Papier. Miss Nelly told me that people in town have begun talking about the estate. For some reason they seem to disapprove that I took in the children and their mothers. Something about being unchristian, whatever that means. It doesn't matter what they think. I have more important things to care about. Okay. Gerüchte werden anscheinend langsam aufgehen über Miss Nelly und dieses Haus hier und ihr Vorgehen, eben lauter Kinder hierher zu holen, inklusive der Mütter. Das haben wir aber schon beim letzten Mal ein bisschen angeprangert, mehr oder weniger. Da hoch komme ich nicht. So, fangen wir mit dem Gang hier an. Schauen uns hier erstmal alles genauer an und machen Lichter an, wenn es geht. Schade, das Werkzeug kann ich ebenfalls nicht mitnehmen. Und wieder ein paar Bücherregale, die wir abchecken können. Da irgendwo eine Hand aufploppt. Nein. Okay, weiter geht's. Ein größerer Essenssaal. Die Briefe interessieren uns nicht, alles klar. Die Gefäße hier auch nicht. Der zweite Kamin, den wir jetzt finden. Ein sehr luxuriöses Haus. Ich habe noch ein paar Folgen Stay aufgenommen. Für die nächsten paar Tage. Bisschen draußen mit dem Fußball rumgekickt. Nichts Besonderes. Ansonsten eigentlich nichts. Und du, Imber? So, natürlich muss ja auch beim Essen ein bisschen Licht herrschen. Man will ja nicht im Dunkeln essen. Ein weiteres Bild. Das haben wir schon gesehen. Da waren wir drinne. In dem kleinen Baumhaus. Das war eins der Rätsel, was wir vor ein paar Episoden bzw. im letzten Stream gemacht haben. Mach's doch lieber so im Stehen. Ich glaube, da drüben waren wir noch nicht drin in der Küche. Da werden wir dann demnächst reinkommen. Okay, dann kamen wir hier raus. Alles klar. Jetzt müssen wir die andere Seite dieses Korridors genauer inspizieren. Natürlich auch mit Licht und so. Ah, dann kommen wir hier unten raus. Alles klar, sind wir wieder im Erdgeschoss. Dann nehmen wir uns diese Tür vor. Und eine Kiste, die nichts Interessantes für uns bereithält. Du lädst neue Pro-Mods runter. Eine Zeitung. Still not caught. Burglar. Okay, also ein Einbrecher. Ein weiteres Bild von einem korpulenten Mann. Aber der grinst, also ist er nicht böse, nehme ich an. Okay, das war nur wieder nach unten. Durch hier Kerze anmachen, ganz wichtig.
Euro Truck Simulator 2 Karte. Ah, alles klar. Wieder nichts Schönes in den Schubladen. Und hier links in der Ecke eine Truhe, die wir nicht benutzen können. Hier haben wir noch ein paar von den Klötzen. Oh, ist vielleicht hier unten drunter noch was Interessantes? Nein. In Ordnung. Dann ziehen wir mal weiter. Haben hier jetzt eigentlich alles in dem Gang durchsucht. Außer hier hinten diese größere Sache. Müssen wir dann gleich mal schauen, ob dahinter noch irgendwas Wichtiges ist. Das ist nur die Schublade wieder öffnen, dann können wir nichts mitnehmen. Hier ist das Gleiche, genau. Hier auch. Und hier habe ich auch Licht vergessen. Oder waren wir hier noch gar nicht? Doch, hier waren wir schon. Ah, der Ausgang. Ausgang Nummer 2 ist das hier. Dann schauen wir uns jetzt den anderen Flügel dieses Anwesens an. Wir fangen wieder hier rechts an. Haben wir schon? Das ist ein anderer Ausgang. Haben wir jetzt echt schon alles durchsucht? Ich denke schon, oder? Da kommen wir hier raus. Nee, das habe ich nicht. Hier waren wir noch nicht. Begeistert sehen die vier nicht gerade aus, würde ich sagen, oder? Irgendwie ein bisschen bedrückt. Könnte wegen des Wetters sein.